Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge LS22 auf der Wild West 16 Fach. Ihr habt überhaupt nichts verpasst. Es geht nahtlos weiter. Der neue Kuhstall und alles das. Das wollen wir gemeinsam hier erkunden. Also wird keine Sekunde rausgeschnitten. Okay, dich schicken wir erstmal wieder auf die Reise. Du wirst schon wissen, was du tust. Und dann brauchen wir unseren Ein Favorit, der muss jetzt ach Mist, den hätten wir natürlich. Wo ist denn der andere? Ich habe es mir anders überlegt. Wir nehmen den gleich nochmal für Silage. Dann fehlt meinem. Oh. Dann fehlt meiner Meinung nach nur noch Wasser. Dann können wir mit den Tieren rüber. Dann müssen wir das natürlich Stück für Stück dann ordentlich auffüllen. Ich überlege gerade, ob wir dann wirklich neue Kühe kaufen oder lassen wir das einfach Stück für Stück wachsen. Ich meine, das Let's Play geht eh noch ein paar hunderttausend Jahre. Da können wir dann auch die Kühe. Also da können wir der Natur ihren Lauf lassen. Ich fahre einfach mal hier durch. Eigentlich schade, das hat mir gefallen hier mit denen. Vielleicht legen wir hier auch noch ein bisschen was zur Deko hin. Das müssen wir sowieso alles jetzt schöner machen. Gefällt mir nicht. Das wird auf jeden Fall dauern. Fett ist sehr nett gewesen hier mit den großzügigen Triggerbereichen. Da gucke ich nochmal. Also, Mineralfutter, Stroh, Silage, Heu. Das sieht alles gut aus. Gülle. Da ist nochmal Stroh. Ich gehe aber davon aus, das wird der Fütterungsroboter dann machen. Milch, Wasser, Nahrung, Gesundheit, ja. Also, dann noch Wasser. Cool, mach richtig Laune. War die richtige Entscheidung. Ein Feld, das hätten wir jetzt auch, ja, irgendwann mal was ernten und so. Jetzt haben wir wieder richtig was zu tun. Moment, wir müssen erst. Ja, du kannst jetzt. Nee, das machen wir jetzt. Wir machen jetzt erstmal ein bisschen hier mit den Kühen. Wo ist denn schon wieder das da? So, den haben wir gesehen. Ich muss ganz ehrlich gestehen, ich denke darüber nach, dieses Addon hier oben verschwinden zu lassen. Bis auf die Tatsache, dass es uns ab und zu anzeigt, wie viel. Oh ja, wir sollten uns vielleicht auch mal. Oh ja. Bis auf die Tat, da muss also auch ein Warehouse zwischen Fragezeichen für die Wolle und für die Eier. Können wir mal drüber nachdenken. Bis auf die Tatsache, dass wir sehen, wie viele Fahrzeuge hier manchmal in Action sind, können wir aber hierüber eigentlich auch sehen. Bringt mir das wenig Nährwert und es ist wirklich, also zum Teil nimmt es ordentlich Platz weg. So, dass ich da drüber nachdenke, das zu deaktivieren. Vielleicht bringt es auch noch einen halben Frame oder so, man weiß es nicht. Nichts Genaues weiß man nicht. Also, Wasser noch. Milch, hier ist auch nochmal Stroh. Müssen wir hier auch Stroh reinbringen? Oder macht das alles der. Das wird der nicht selber machen, ne? Aha, ja, ja. Moment mal. Das ist da drin. Das ist der Strohtrigger da drin, ja. So, wohin bringen wir das Wasser? Hier hin? Nee, da. Wasser. 8000 Liter, das sollte auch erstmal reichen. Super. Können wir das auch erstmal hier stehen lassen? Ja.
Stroh muss noch in den... Der ist ja schon gleich wieder voll. Dann fangen wir den jetzt gleich wieder ab und dann bringen wir Stroh nochmal in den Kuhstall. Bevor ich jetzt hier ewig durchtappe. Da kann man doch hier irgendwo, kann man das hier aufmachen? Tatsache. Dann wird hier Stroh reingekippt, meine ich. Der macht nämlich Stroh zum Füttern. Das sind diese Milchautomaten. Hier müssen wir dann die Tiere hinbringen. Das können wir schon mal aufmachen. Das können wir auch aufmachen. So, das und das ist das, was mich jetzt wundert. Wieso steht hier Stroh? Ah, ich habe es noch nicht in Gänze durchdrungen. Kann man hier Ballen reinwerfen vielleicht? Hier ist Milch. Huch, außerhalb des Spiels geklickt. Gut, aber ich meine theoretisch... Geht denn das jetzt? Das habe ich tatsächlich auch noch nie gemacht. Vier Anhänger aufklappen, X. Auswählen. Kaufen. Ne, das ist nicht das, was ich will. Ich will das in das Auto laden hier. Na, wer, das kriege ich jetzt nicht hin. Auch dieser Autodrive, das habe ich schon fünfmal ausgestellt, dass der das hier, dass der die Hilfe einzeigt. Was ist denn das nochmal? Hier ist das doch, ne? Hilfe anzeigen, nein. Anwenden. Das steht hier aber trotzdem noch. Helfermenü öffnen, ha. Achso, das ist wahrscheinlich... Haha. Achso, Die sind alle so lang. Nimm mal einen kurzen. Psychiater, hören Sie Stimmen? Patient, ja. Psychiater, und was sagen Sie zu Ihnen? Patient, die wollen wissen, ob ich Stimmen höre. Vier Anhänger zuklappen, Helfermenü. Blub, 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 blub. Blub, blub, blub. Ja, ändert sich doch aber irgendwas. Tiermenü öffnen. Ja. Auswählen. 6 in den Anhänger einladen. Ja. Ganz alleine rausgefunden. Oh oh. Entschuldigung. Erstmal die Kühe fettes Schleudertrauma. Der Umzug, Umzugstime. So, die Frage ist, kann ich das auch von außen machen? Jetzt R drücke. Objekt werfen. Na, lieber nicht. Aber hier kann ich ja mal... Ihr wisst, was jetzt kommt. Schnell einen Screenshot machen. Dann mache ich das wahrscheinlich wieder aus dem R auswählen, in den Stall einladen. Ja. Dann holen wir die anderen auch noch. Wie viele haben wir? 15. Müssen wir dreimal fahren. Das wieder ausgerechnet habe.
So, ungefähr hier so hin, so. X drücken. R drücken. In den Anhänger laden. Ja. Esk, X. Mist, muss ich an die Bäume fällen, ne? Wie ich da großzügigerweise ins Tiergehege geballert habe. Na gut. Wo ist denn der Strohmann? Nein, nein. Als 11.000 reicht. Sind ja nur ein paar Kühe. Den Rest können wir ja dann im Nachhinein machen. Oder so, hier passt man Ast rein. Hier können wir dann Stroh ausladen. Und damit füllt sich dann der zweite Stroh. Wir haben unten Stroh und oben Stroh. Das ist das Stroh, was wir für Mist brauchen. Das andere Stroh ist, was wir zum Futtern brauchen. Cool. Sehr, sehr, sehr cool. Müssen dann natürlich jetzt da nochmal hier ein paar Autodrive-Punkte dann einfahren, dass wir das alles be- und entladen können. So, rückwärts hier ran. X. R. Auswählen. 6. In den Stall. Jo. Ich sag noch, wir verkaufen die. X's. Das machen wir schön, wie sich das gehört. X. Muss auch die Tasten eigentlich immer sagen, ne? Kann ich einfach so machen. Auswählen. 3 in den Anhänger. Ja. Niemand wird zurückgelassen. Sempervieh. Ja, dann werden wir gleich mal ein paar Sachen verkaufen. Ich werde auch den Dings hier direkt wieder verkaufen, den Anhänger. Den brauchen wir nämlich auch nicht mehr. Oder erstmal nicht mehr. Auswählen, in den Stall ausladen, ja. Okay. Gut, das haben wir. Machen wir wieder zu. Du fährst zum Händler. Verkaufen wir das Ding wieder. Den müssen wir hier nicht rumstehen haben. Das ist erstmal Quatsch. Ich mache mal ein anderes Lied. Der ist noch am Striegeln. So. Tiere 15. Und was ist jetzt mit dem Kollegen hier? Wann und wie arbeitet der jetzt? Hülle. Milch, Wasser, Nahrung. Ja, wir müssten jetzt ja auf jeden Fall hier was sehen können, oder? Hier. Okay. Stroh, Wasser, Gesamtkapazität, Mischration, Heu, Gras. Gras geht auch. Wo kippe ich denn Gras hin? Wie kippe ich Stroh hin? Wie kippe ich Heu hin? Mineralfutter 0 Liter. Gülle haben wir dafür welche. Milch haben wir, Wasser, Gesundheit 100%. Moment mal, jetzt ist hier irgendwas umgesprungen. Aha. Mischration 7800. Wo hat denn das Ganze... Wasser... Ja. Irgendwo ist das ganze Dings. Wo ist das ganze Mineralfutter hin?
Auf jeden Fall holen wir nochmal welches. Auto fahren kann er auch nicht. Zum Händler, Arbeit beendet. Du hast hier gedüngt. Okay. Dann kannst du erstmal wieder zurückkommen. Wie weit ist denn der... der da? Ah, der ist schon auf dem Vorgewende, respektive Nachgewende. Da ist er auch gleich fertig. Dann können wir uns noch 5 Minuten mit unserem Stall beschäftigen. Beziehungsweise gehe ich mal hier rein. Okay, also was müssen wir machen? Wir verkaufen den Kuhstall. Ja. Wir verkaufen das Ding hier. Ja. Können wir die Bäume hier verkaufen? Nein, die müssen wir also gleich platt machen. Wir verkaufen das Ding hier. Genau, das müssen wir gleich da reinfahren. Das müssen wir hier, das kann sogar erstmal bleiben. Vielleicht so, müssen wir mal gucken. So, wie habe ich es denn hier immer gemacht? Hier habe ich doch gesagt, Fahrwege ist... Huch. Es ist hier nur so... So. Fahrwege ist in der Geschichte und... Dann machen wir da auch Nägel mit Köpfen. So, das ist dann zwar relativ breit, aber wir müssen dann wahrscheinlich auch mal ausholen und so. So, ein bisschen kleiner. Jetzt kommt das Gras so weg. Da, hier ist so, hier hat die neue Generation übernommen, ne? Die hat dann gesagt, Mensch, das machen wir ja alles mal ordentlich und so weiter. Und die Bauern haben immer gesagt, nee, das brauchen wir nicht so groß und so. Doch, doch, wir müssen das so groß machen. Da war ein ewiger Krieg, hin und her ging das die ganze Zeit. Die Frage ist, das ist das die Textur, ja? Dreck. Welche Farbe haben Sie Ihre Küche gestrichen? Dreck. So, das können wir ruhig noch ein bisschen größer machen. So. Ruhig noch ein bisschen. Und dann ist das da hinten gut so. Da ist so ein bisschen Rasen. Hier ist das so ein bisschen, hier hätte ich Schotter gern. Ich finde, Schotter ist immer so, das hat diesen Arbeitsflair. Machen wir es ruhig noch ein bisschen breiter, so. Schotter verteilt sich ja auch gerne mal, dann ist das mal so ein bisschen so. Okay, also. Soweit, so gut. In der nächsten Folge geht's weiter. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Macht's gut, bis morgen. Tschüss.